So, das erste Mal Dosenfutter. Und anscheinend schmeckt es. Die zwei Mädels bohren sich durch das Futter durch. Oh, weil da werden sie nachher wieder beliebt sein bei unseren Großen, wenn sie so rundherum in Futter paniert sind. Du kannst hier futtern. Nicht so eifrig sein. Immer schön mit der Ruhe. Nelson, nicht immer rückwärts robben. Vorwärts ist die Devise. Das ist die buchstäbliche Schlacht am kalten Buffet. Ich glaube, die nächste Zeit stelle ich Ihnen zwei Schüsseln hin, auch wenn eine für die 7 Welpen langen sollte. Da können Sie sich mehr verteilen. Bis Sie gelernt haben, dass man nicht in der Schüssel sitzt zum Futtern.
Momo ist doch eine ganz feine, die wäscht ihre Pfoten nach dem Massaker. Oh, Nugget auch. Auch ein ordentlicher. Wir haben lauter ordentliche Babys. Erst wälzen sie sich im Futter und dann waschen sie sich. So, jetzt müssen wir das abbrechen, denn dieses Wasser muss ich entsorgen. Okay. Okay, jetzt das. Ist okay. Wird das Tuch gesäubert und die Welpen gesäubert und dann bekommen sie Rotlichtlampe, vorwiegend diejenigen, die in der Wasserschüssel gelandet sind, aber auch die anderen mit dem Dosenfutter im Bauch, das ist ungewohnt, das ist deutlich kühler wie Mamamilch, das ist schwerer verdaulich, das ist anstrengender und da tut so ein bisschen Rotlicht sehr, sehr gut. Toni, du bist wieder mal mitten im Bild. Dankeschön. Feiner Toni. Ein ganz feiner Toni. Toni. Mit Toni. So, Kinder. Ab. Es reicht. Pause. Tipps. Bailey. Ich spreche auch mit dir. Oh, da hat sich jemand den Bauch so voll geschlagen, dass sich jetzt kaum mehr hat umdrehen können. Geh dir weg, Bailey, ab. Man sieht, die Decke ist zwar nicht sauber, aber doch sehr viel sauberer wie vorher. Auch die Babys. Und die setze ich jetzt dahinter in die Ecke und das Rotlicht. Und dann wird alles gleich wieder in Ordnung sein.